in die sehr nahe Zukunft, meine Damen und Herren. Herr Leonhard ist für uns da und wir sind ja als Ärzte und Ärztinnen gewohnt, auch zu diskutieren und Fragen zu stellen. Und ich möchte Sie gerne einladen und auffordern. Ich bin sicher, dass die eine oder Frage Ihnen auf dem Herzen liegt. Und nehmen Sie den Mut und gehen Sie ans Mikrofon. Und wir, glaube ich, können noch ein paar Minuten hier zusammenbleiben und Fragen stellen und diskutieren. Das machen wir jetzt. Nochmal gut. Vielen Dank. Ja. Sie können auch gerne eine gegensätzliche Behauptung anführen. Es muss nicht eine Frage sein. Das brauche ich jetzt nicht. Ansonsten können wir ja schon mal... Gibt es eine Frage im Publikum? Sonst können wir auch schon mal unter uns starten. Dieser Ethikrat, Herr Leonhard, wie stellen Sie sich das vor und werden sich da Chinesen oder irgendeine andere Nation dran halten? Das wäre ja so eine Art eine ethische Weltpolizei. Funktioniert das? Ja, sagen wir so, was wir jetzt erreicht haben, zum Beispiel nach Hiroshima und Nagasaki, ist, dass wir gesagt haben, okay, es wäre schlecht, wenn wir nochmal 2000 Atombomben haben. Weil dann gehen wir zu Ende. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns gegenseitig kontrollieren. Die Non-Proliferation Treaties. Ne? Und es gab das Gleiche auch für Genanalyse bereits jetzt. Ne? Und ich glaube, dass diese Technologien, also künstliche Intelligenz, Genmanipulation und Geoengineering, die sind alle so potent, dass wir uns früher oder später an einem Punkt treffen müssen, um zu sagen, wie genau kultivieren wir das? Weil wir werden es nicht aufhören. Ne? Und vor allem im medizinischen Bereich, die ersten zwei Sachen treffen ja auf diesen Bereich vollkommen zu. Ja? Also wenn künstliche Intelligenz Research machen kann, dann ist der, der sie hat, natürlich Meilen voraus mit Pharma. Also Sie müssen ja oft in der Pharmaindustrie zum Beispiel 4 Jahre lang experimentieren und beweisen, das ist gut. Jetzt können Sie simulieren in der Cloud in 4 Tagen. Ja? Also mit der gleichen künstlichen Intelligenz. Wenn Sie Gene manipulieren können, dann können Sie nicht nur Mais manipulieren, sondern auch Dinge wie zum Beispiel Diabetes verhindern. Theoretisch. Und dann kommen wir an die Grenze, wo wir sagen müssen, wir müssen ganz sicherlich zusammenarbeiten, was wir machen, warum wir es machen oder auch, was es kostet. Ja? Zum Beispiel, Sie wissen vielleicht Kymria, die Medizin, die Late-Stage Leukemia behandelt von Novartis. Das kriegen Sie verschrieben, wenn es absolut keine Chance mehr gibt. Ja? Das ist eine Genmanipulation, kostet $470.000. Und da kommen wir auch an den Punkt, wo wir sagen müssen, ja, was ist das jetzt normal? Ist das öffentlich oder ja, ethische Themen? Christian, wunderbar. Wenn Sie sagen, die Technologie wird Milliarden von Menschen zur Verfügung gestellt werden, wer soll dann die Milliarden von Menschen in Zukunft ernähren? Denn das wird die Technologie nicht so einfach lösen, oder? Ja, also es ist de facto so, dass die ganzen praktischen Probleme von Technologie eigentlich gelöst werden können, wenn wir sie in die richtige Richtung leiten, zum Beispiel Food. Ja? Also Vertical Farming zum Beispiel, das heißt, Sie haben ein Hochhaus, wo gezüchtet wird, ja? Also Gemüse und so, das gibt es auch jetzt schon, ist halt extrem teuer. Ja? Dann haben Sie auch schon bereits Fleisch, was im Labor hergestellt wird, ja? Artificial Meat. Ich habe es neulich probiert, ja? Da kostet 1 Kilo 2000 Euro. Aber Bill Gates hat darin investiert und er sagt, in 10 Jahren ist es 1/10 der Kosten von normalem Fleisch. Ja? Also bei Food bin ich mir relativ sicher, dass wir das durch bessere Landwirtschaft, Agriculture, lösen können. Wasser auch, Energie. Das Problem bei Technologie ist halt immer nur darin, dass wir den Nutzen ja regeln müssen. Ja? Und auch bezahlen müssen natürlich. Ne? Das heißt, wir müssen halt diese Prioritäten setzen. Also ich sehe es so, dass wir technisch gesehen an dem Punkt sind, wo es geht, in naher Zukunft. Aber ob wir den Willen dazu haben, das durchzusetzen, das ist eine andere Frage. Wird die Zeit dafür ausreichen? Ja, also für Klimawandel ist es ein bisschen spät. Dort werden wir in den nächsten 20 Jahren die Rechnung zahlen müssen. Aber dann wird es vielleicht auch wieder besser. Ich denke, das Timing ist nicht unbedingt schlecht. Es ist ein bisschen spät, aber wir haben noch diese 10, 20 Jahre, wo wir solche Dinge entwickeln können. Was jetzt Medizin betrifft, das ist unheimlich schwer zu sagen. Ich glaube, dass wir eher an den Punkt kommen, wo Technologie und Medizin sich verknüpfen und andere Seiteneffekte bieten, außer jetzt irgendwie diese Magic Box da. Tina. Ich sehe einen Widerspruch darin, dass
Sie sagen, genau die menschlichen Eigenschaften sind wichtig für die kommenden Generationen. Auf der anderen Seite spricht Herr Spitzer von einer digitalen Demenz, die jetzt schon durch den Einsatz, der aktuell in den Schulen schon durchgeführt von dieser Technologie hervorgerufen wird. Haben Sie eine Idee, wie man diese digitale Demenz irgendwie vorbeugen kann, wie man die Kreativität fördern kann? Ja, super Frage. Also ich denke, wir brauchen auch neue Regeln. Ja. Also ich habe in meinem Buch die sogenannten digitalen Menschenrechte aufgezählt. Ja. Also neue Rechte, die wir haben müssen wegen Technologie. Ja. Zum Beispiel das Recht, nicht online zu sein. Ja. Also es ist komisch, weil vor 10 Jahren haben wir darüber geredet, dass es ein Recht gibt, online zu gehen. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir sagen, ja, das wäre gut, wenn wir das Recht haben, nicht online zu sein, the right to be offline, ja. Oder das Recht haben, nicht zu augmentieren. Ja? Dass wir sagen, ich will diesen Job, aber ich ziehe nicht das Ding an. Ja? Das sind neue Dinge, die wir einfach brauchen, glaube ich. So wie wir auch neue Regeln wie in Frankreich vielleicht brauchen, wo man das Smartphone nicht mit in die Klasse nehmen darf. Ja? Ob das der richtige Ansatz ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen so auch eine kulturelle Frage. Ja? Also in Amerika sagt man ja eigentlich grundsätzlich, dass Mensch und Maschine konvergieren. Von daher, desto mehr Konvergenz, desto besser. Ja? Das ist halt nicht unser Ding in Europa. Ja? Wir wollen das schon auseinanderhalten. Und ich glaube, es ist auch einfach eine Frage von Humanismus, ja? Ob wir das so wollen oder nicht. Unser Problem ist, dass wir nicht einfach sagen können, wir können nicht einfach sagen, nein, machen wir nicht. Weil das wird unser ganzes Leben in gewisser Weise in einer Art von Isolation schaffen. Ja? Und wenn wir nur ja sagen, werden wir zur Maschine. Das heißt, wir müssen also immer einen guten Kompromiss finden. Ich finde, Ihr Vortrag hatte ein sehr, sehr schönes Ende. Und das stimmt auch so ein bisschen optimistisch. Sie haben den israelitischen Autor zitiert mit seinem dicken Buch, bei dem geht das ja anders. Homo Deus. Homo Deus, ja. Da rationalisieren wir uns ja weg und die künstliche Intelligenz ist nur noch für sich alleine da. Woher nehmen Sie die Sicherheit, dass das nicht so kommt? Ich habe keine Sicherheit darüber. Also mein Ansatz dahinter ist zu sagen, es ist durchaus möglich zu sehen, dass Technologie an dem Punkt, wo sie die Singularität erreicht, also 2050 ungefähr, also wo eine Maschine mit einem IQ ähnlich wie uns existiert, ja? Also auch ein IQ, der vielleicht 1 Million ist. Ja? Ja. Und da könnte es schon sein, dass Maschinen auch ihre eigene Möglichkeiten entfalten und wir quasi als, wie soll man sagen, als eine Art von Haustier gehalten werden. Ja? Dafür brauchen wir diese Ethikkommission. Ja, genau. Also, aber die Frage ist nicht, ist keine technische Frage, sondern ich glaube, dass technisch gesehen geht das. Die Frage ist, was wir wollen. Ja? Tim Cook, der CEO von Apple, hat neulich in Brüssel gesagt, Technologie kann große Dinge tun, aber sie will keine großen Dinge tun. Sie will gar nichts. Und das ist ein wichtiger Satz. Wenn wir wollen, dass Technologie gute Dinge tut, dann müssen wir das tun. Ja? Das heißt, wir müssen entscheiden, was sie tun sollte, nicht was sie tun kann. Ja? Und das ist, glaube ich, in der Wissenschaft und der Medizin ein Riesenthema jetzt, weil wir kommen in 10 Jahren dahin, dass wir sagen, ja, wir könnten das tun. Wir könnten das. Also wir müssen es kontrollieren. Organisieren, kontrollieren, ja. Wir haben noch eine Frage und dann kommen wir zum Ende. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Sie haben viele Videos gezeigt und was auffällt ist, Sie zeigen, sage ich jetzt mal als Wissenschaftler, kommt kaum eines dieser Videos von einer Universität oder einer wissenschaftlichen Institution, sondern diese Videos mit disruptiven Technologien, die Sie zeigen, kommen alle von Unternehmen. Und das ist ja auch vielleicht auch so ein Trend, den man sieht in diesem Bereich, im Tech-Bereich passiert was, was die ganze Zeit nicht war, dass die Innovation von den Universitäten ausgegründet in die Unternehmen kommt, sondern da findet Innovation statt in einem Bereich, der ein kommerzielles Interesse hat, wo sozusagen wissenschaftlich gesehen vielleicht ein ganz anderes, also gar kein Interesse schon mal da ist und wo Wissenschaftler auch einen nicht dominierenden Einfluss haben. Wie ist Ihr Statement? Also das ist was, was mir eher Angst macht, weil gerade der ethische Aspekt in einem wissenschaftlich-universitären Setting natürlich ein anderer ist, als in diesem Bereich, aus dem die meisten Technologien jetzt kommen. Ja, also das ist natürlich auch ein Thema, was mich bewegt. Wenn man sich umschaut und sagt, wer erzählt die Geschichte der Zukunft,
dann ist es entweder Hollywood, das endet immer schlecht, ja? Oder es sind die Tech-Firmen. Also wenn Sie über die Zukunft von Medizin hören wollen, dann ist die Story von IBM. Ja? Und viele von diesen Firmen sind meine Klienten für meine Speaking-Engagements und so weiter. Von daher weiß ich genau, wie das abläuft. Ja? Diese Firmen sind gut in Storytelling. Und sie erzählen die Geschichte der Zukunft. Und das muss sich unbedingt ändern. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich die Wissenschaft nicht ganz fernhalten von der Industrie. Sie wissen, dass Facebook sehr, sehr viele Wissenschaftler anstellt. Bis vor neuestem Stand waren 400 Leute angestellt bei Facebook, die nichts anderes machen, außer Facebook süchtig machend zu machen. Ja? Also denen ihr Job war, wie früher in der Tabakindustrie, zu sagen, wenn du Facebook nutzt, bauen wir diesen Mechanismus ein, von dem wir wissen, dass er funktioniert für Menschen. Ja? Also es gibt sehr viel Überlappung von Industrie und Wissenschaft in diesen Bereichen, ja? Vor allen Dingen bei KI. Ja? Ja, das ist sicherlich eine wichtige Frage. Die Verantwortung wird immer größer, wie wir sehen. Ja? Und ich glaube, da müssen wir auch wieder zurückkommen und sagen, wer erzählt eigentlich die Geschichte der Zukunft? Ist das dann die Firmen, die an der Börse notiert sind, die das halt in ein Produkt umwandeln wollen? Das frage ich mich auch bei Elon Musk. Ja. Wenn das funktioniert, dass wir Supermenschen werden können mit Brain-Computer-Interface, dann verdient er vielleicht 100 Trillionen dabei. Von daher ist es eine gute Story. Ja. Also für uns ist sicherlich auch das Fragestellen und auch kritisch zu hinterfragen, warum ist das so und welche Interessen stehen dahinter? Ja. Ganz wichtige Frage. Werden Maschinen nicht doch menschliche Eigenschaften übernehmen, Gefühle entwickeln, Emotionalität, das, was Sie uns gezeigt haben, was für den Menschen übrig bleibt? Computer können doch mittlerweile Emotionen von Menschen wahrnehmen, Pflegeroboter in Japan erkennen, wenn der Patient, den sie vom Bett in die Badewanne tragen, traurig ist oder lacht und können darauf reagieren. Also ist da wirklich keine Grenze in dieser Richtung, die uns Menschen dann auch besonders ausmacht und was eine Maschine dann angeblich doch nicht kann? Na gut, das ist eine philosophische Frage, aber auch eine Frage natürlich der Entwicklung von Maschinen. Also im Endeffekt ist es so, eine gute Simulation ist für manche Menschen genauso gut wie die Realität. Ja? Also zum Beispiel mein Sohn wollte eigentlich schon seit 10 Jahren unbedingt durch Indien mit dem Motorrad fahren und er hat mindestens 500 Stunden von Videos auf YouTube geguckt über Indien. Ja? Und dann, als er in Indien war, hat er mir eine Message geschickt und gesagt, ich bin hier 3 Minuten in dem Bazaar, ich habe mehr über Indien gelernt als die 500 Stunden von YouTube. Ja? Und warum ist das so? Weil wir sehen die Welt so. Ja? Weil wir existieren. Also solange eine Maschine nicht existiert, würde ich sagen, dass sie simuliert. Und selbst die beste Simulation ist nicht Realität. Es sei denn, sie sind Anhänger der Simulationstheorie. Ja? Da würde ich sagen, wenn Maschinen existieren können, also bewusst sind, dann wäre das möglich. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass wir darauf hinarbeiten sollten, dass sie bewusst werden. Das wäre keine gute Lösung für uns. Herr Leonhard, Sie sollten in diesen Ethikrat eintreten oder ihn gründen und dann können wir beruhigt sein, dass das alles in die richtige Richtung geht. Vielleicht enden wir auf einer positiven Note, nochmal für das Publikum. Unbedingt. Ich habe im Vortrag schon gesagt, die Zukunft ist besser, als wir denken. Wir sollten uns nicht zu sehr darauf konzentrieren, dass wir die Angstaspekte der Zukunft in den Mittelpunkt rücken, was alles schiefgehen könnte. Ja? Das war eigentlich immer das Problem bei Technologie, was schiefgehen könnte. Ich meine, wir töten 1 Million Menschen durch Autofahren pro Jahr. Ja? Wir fahren ja trotzdem noch Auto. Also wir sollten auch sagen, okay, wir nehmen das in Kauf, dass Dinge falsch gehen, aber wir sollten gleichzeitig auch natürlich Vorsicht walten lassen in der Größenordnung, wie wir es annehmen. Ja? Also das nennt man proactive or precautionary auf Englisch. Das heißt, wir sollten vorsichtig sein, aber nicht zu angsterfüllt. Ja? Und das ist ja auch unser Problem in Europa, dass wir oft, auch in der Schweiz, wo ich lebe, sagen, das ist zu viel Risiko, wir warten lieber ab. Ja? Das ist auch schwierig. Ich glaube, dass wir einen guten Kompromiss finden müssen und den müssen wir auch zusammenfinden. Ja? Den muss auch die Politik finden. Ja? Nicht nur immer Nein zu sagen. Oft denkt man ja bei Ethik an Nein sagen. Also wenn ich mit Leuten über Ethik rede, dann sagen sie immer, das sind die Leute, die Nein sagen. Das geht nicht, ist verboten und so. Ne? So dürfen wir das nicht sehen. Sondern wir müssen proaktiv in die Zukunft gehen, ohne jetzt stupid zu sein. Ja? Ich finde ein gutes Schlusswort, meine Damen und Herren. Ich möchte Herrn Leonhard nochmal danken. Bitte einen großen Applaus an diese wunderbare Lesung. Danke.
Herr Leonhard wird noch ein bisschen bei uns sein. Draußen ist sein Buch zu kaufen.